Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Terranigma. Und gar nicht lange Fackel, gleich weitergestiefelt durch diesen wunderschönen Wald. In der letzten Folge habe ich schon langsam gemerkt, dass ich mich hier drin verlaufen habe. Und ja, es ist wirklich so. Ich habe mich verlaufen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Diese Wölfe gehen mir unheimlich auf den Zeiger. Gut, die nicht mehr. Ich weiß eigentlich auch gar nicht, warum ich hier durchrenne. Ich habe nur gehört, hier soll es spuken. Und dem wollte ich ganz einfach... Halt doch den Sappel! Ah! Dem wollte ich ganz einfach mal auf den Grund gehen. Naja, also such mal jetzt mal diese angeblichen Geister. Oh, wenn ich mich nicht mal verlaufen würde. Du. Ach komm. Au! Attacke. Ja, so macht man das. Ganz genau so. So, ich gehe jetzt mal hier lang. Na klar, jetzt bin ich wieder hier vorne. Na, ach, warum will ich immer sagen, Ameise, das ist eine Fledermaus? Mann! Hau ab. Ruhig. Oh, das ist einfach gottverdammter Anfang. Ich könnte ja mal meine Knollen ausrüsten. Muss ich nicht immer hier rein. Yep, läuft. Schmeckt gut. Oh. Du und ich. Vielleicht muss ich mich an diesen Baumstümpfen orientieren, dass die mir den Weg weisen. Also die Baumstümpfe nicht. So, hier sind nirgendwo welche. Das ist schon ein anderer Ausschnitt. Wie komme ich jetzt auf Ausschnitt? Das soll meins sein. So, ich halte mich jetzt mal an diese kleinen Baumstümpfe her. Bin ich... Genau, hier. Oh, Mann! So, und alle verlaufen ziemlich nach rechts. Gibt's hier wieder kleine? Ja. Und da bin ich schon wieder hier. Ach. Aber hier war ich doch auch schon in der Mitte. Da komme ich wieder hierher. Und hier will ich gar nicht hin. Oh. Hängen jetzt ein paar mehr. Waren die Büsche vor uns schon? Komme ich langsam meinem Ziel näher? Oder was auch immer ich hier versuche? Na, 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 na. Sag mal ruhig. So. Da geht's hoch, da geht's runter. Nee, ich. Vielleicht sollen wir hier noch gar nicht sein. Dass das alles später erst kommt. So, wenn morgen die Audienz beim König sein soll, dann werde ich mich einfach ein Blumenmädchen. Magst du Blumen?
Ich darf erst nach Hause gehen, wenn ich sie verkauft habe. Ein stummes Mädchen. Und einige Pinguine kannst du damit glücklich machen. Ich kaufe. Alles klar. Ja, damit. Orchideen. Ja, gib mir. Danke. Aber ich kann immer noch nicht nach Hause. Wie wär's mit einer weiteren Blume? Alles klar. Ich kaufe. Danke. Aber ich kann immer noch nicht nach Hause. Wie wär's mit einer weiteren? Alles klar. Ich kaufe. Danke. Aber ich kann immer noch nicht. Wie wär's mit? Danke. Ich kaufe. Alles klar. Danke. Ich. Ach, ihr wisst schon. Wie viel kann ich denn jetzt kaufen? Verkauft ihr mir Orchideen? Das ist wirklich schade. Gut. Haben wir jetzt 9 Orchideen? Yep. Stark. So, wo ist denn das Hotel? Das ist hier. Ein Tagebuch. Werden wir mal kurz reinkritzeln? Was ist? Bleibst du? Dann geh in das rechte Zimmer und randalier. Nicht, sonst fliegst du raus. Ein Hund. Nö. Ich gehe noch nicht. Nö. Na gut. Bist du fertig? Der Schlaftrunk ist noch nicht fertig. Schön. So, ich habe jetzt eine Nacht geschlafen. Ist es denn schon morgen? Ich bin auf Wache. Na schön, du bestimmt auch. Erdgeschoss. Ein schöner Spiegel. Oh, Bücherei. Was willst du? Tolle Bibliothek. Ich habe noch nie so viele Bücher gesehen. Junge, du beweist guten Geschmack. Und bekomme nichts dafür. Die Amnesie der Tochter des Bürgermeisters. Sie verlor teilweise ihr Gedächtnis und kann nicht mehr sprechen. Entschuldigt. Nichts konnte ihr bisher helfen. Wir brauchen Zeit. Die Amnesie, okay. Hier steht nichts. Hier ist auch nichts. Hier vielleicht? Nein. Berichte über den Eindringling. Robwood, der Dieb, wurde von der Königsgarde festgenommen. Er wollte wohl die goldene Statue aus dem Königszimmer stibitzen. Eieieiei. So ein Langfinger. Buch des Feldzugs gegen Stockholm. Der Norfesterwald entwickelte sich langsam aufgrund der Bodenschätze. Als ein Soldat die Hermesglocke erhielt, änderte sich alles. Die Glocke führte König Olaf und seine Garde nach Stockholm. Sie fanden den erhofften Schatz nicht. Der König war sehr erbost. Alle Bürger Stockholms wurden als Rebellen hingerichtet. Warum? Warum sollte man... Warum noch? EG. Jetzt gehen wir mal runter. Und sind im ersten Stock. Das geht hoch. Entschuldigt. Es geht hoch. Wo gehst du hin? Hier sind die Zimmer des Königs und der Prinzessin. Gib dir keine Mühe. Sie lassen dich nicht herein. Haha. Dich nicht. Aber. Mich bestimmt.
Leute wie dich wollen wir hier nicht sehen. Yep. Hab verstanden. So, zweiter Stock. Die sagt bestimmt genau das Gleiche. So. Eine kleine Erzählrunde. Und zwar habe ich mir für meine weiteren Videos überlegt, dass ich jetzt nicht immer, ja, ich werde nicht so stehen bleiben und sagen, so, tschüssi, bis nächstes Mal und halt diese etc. Ich werde sozusagen durchweg aufzeichnen und dann immer bloß so einen kleinen Schnitt machen. Und wenn dann mal so eine Aufnahmesession vorbei sein sollte, ja, Äpfel, dann werde ich natürlich abmoderieren, ist ja ganz klar. Aber bei solchen Spielen empfinde ich das eher als unnötig, wenn ich da dann immer das so sage. Wenn ihr das anders findet, dann sagt es mir, weil ich bin ja noch ganz frisch, noch ein ganz kleiner Bub, was das angeht. Und ich freue mich über jeden Tipp und Ratschläge und wie man sie alle nennt, würde ich alles annehmen und beherzigen. Was macht denn die? Hä? Kann ich das auch? Geh mal weg hier. Tatsache. Was ist... Was ist denn hier? Warum? Warum? Ich bin ein Teil des Tisches. Nein. Wie gesagt, das habe ich mir erstmal vorgenommen. Und wenn ihr da anderer Meinung seid, schreibt es gerne drunter und lasst es mich wissen. Und wenn es kommt, tja, dann werde ich das halt wahrscheinlich so machen, wie ich es gerade gesagt habe. Vor einiger Zeit übernachtete hier ein hübscher Mann mit langem Haar. Der König sprach lange mit ihm. Er sah aus wie ein Prinz. So, so viel erstmal dazu. Und gibt denn das denn sonst noch irgendwas? Ach. Natürlich, hier gibt's ja... ich mag keine Schlösser. Wir haben aber so viel Räume. Der König nutzt es aus, dass die Prinzessin nicht sprechen kann. Vorsicht, wenn das der König hört, lässt er Gulasch aus dir machen. Niemand weiß, wer den zukünftigen Mann der Prinzessinnen sein wird. Glaubst du alle? Also, der König wurde seine Krone einem Fremden vergeben? Ich meine, es muss etwas passieren. Ich denke nur logisch. Psst. Aha. Aha. Über was habt denn ihr euch hier gerade unterhalten? Hm? Hä? Soll ich das dem König petzen? Soll... Oh, was ist jetzt? Was ist denn jetzt hier los? Ich hab mich aufgehangen. Entschuldigt die Verzögerung. Ich hab keine Ahnung, was da vorne war. Das hat auf einmal gesponnen und gezappelt und gewackelt und es wollte nichts mehr und... musste es halt unterbrechen. Ja. Wo waren wir denn gewesen? Also, stimmt, wir waren in der Speisekammer und haben uns das Gespräch von diesen drei Mädels angehört. Jetzt, werden wir einfach gehen oder wir fragen? Du gefällst mir? Sei mein... Vergiss die Prinzessin. Sie ist nicht die Tochter des Königs, sondern nur eine Waise. Bitte, oh nein, ich habe nichts Schlechtes über den König gesagt. Ah. Okay. Werde ich mir merken. Ja, ja. Gut. Oh. Gut. Komm her. Komm her. In diesem Topf koche ich das Essen für alle Schlossbewohner.
Die Prinzessin stammt aus Stockholm, ein Dorf im Nordwestjörwald. Ich glaube, der König ließ das ganze Dorf zerstören. So ein kleiner Pisser. Hey, soll ich dir von meinen Heldentaten erzählen? Ja. Mein Fall ist die Prinzessin nicht. Mein Fall ist die Prinzessin nicht. Sie benimmt sich wie ein Püppchen. Sie spricht kein Wort und ist total arrogant. Na, die muss mal ordentlich. Da muss die Schale geknackt werden. Wer ist da? Ach, Hedi! Nur keine Angst. Komm doch auf ein Spätzchen herüber. Nein. Nein, 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 nein. Mach ich nicht. Tu ich. Ich kann. Warum? Warum läuft da Pippi die Renne? Die Wand lang runter. Ist das Pippi? Ja, bestimmt. Mist, verschlossen. Hey! Fass dich kurz, wenn du mit dem Gefangenen sprichst. Kann ich ja nicht, durchs Gitter geht nicht. Ich bräuchte da etwas, um die Tür zu öffnen. Nennt sich Schlüssel. Na, ob es möglich wäre, mir so etwas zu geben? Nein. Okay. Wo kommt man jetzt hier hin? Erster Stock. Alles verweigert. Du bist auch ein Kandidat, hier entlang. Was? Für was denn? Bist du auch ein Hochzeitskandidat? Ja, genau so. Sag mal, ist die Prinzessin eine hübsche Maus? Natürlich. Sei still. Warte im rechten Zimmer, bis man dich ruft. Von mir aus oder von dir aus? Ah, ich glaube hier. Vorraum. Hey Kleiner, du willst der Gemahl der Prinzessin werden. Hübsch. Junge, hör mir mal gut zu. Du bist weder stark noch klug noch gut aussehen. Keine Chance. Bitte? Du meinst also, du bist perfekt? Genau. Schau, nicht böse. Es steht dir einfach nicht. Ich bin Roy. Die Prinzessin ist mir egal, aber ich liebe ihr Geld. Gegen mich bist du chancenlos. Hosenmatz. Hey! Mit den goldenen Haaren hast du gute Chancen. Du bist der Erste, der sich der Prinzessin vorstellt. Tritt ein. Blödmann. Du arroganter Schnösel, du. Oh! Blaue Haare, hä? Gold ist heutzutage in. Was geht? Mache zuerst dem König und Prinzessin Melina deine Aufwartung. Das ist nicht Melina. Die sieht voll anders aus. Hey, wer ist das? Willkommen, der Diener erklärt dir die Regeln. Ich hoffe auf dich für die Prinzessin und für uns. Land, unser Land, meine Güte. Hey, da bist du. Die Prinzessin ist zu bemitleiden. Hilf ihr, wenn du kannst. Prinzessin Melina? Sie sieht aus wie die Melina, die ich kannte. Sogar der Name ist gleich. Was geht hier vor? Was? Sie ignoriert mich. Himmel! Nicht wie meine Melina. Blumenmädchen, sagte stummes Mädchen. Ich hab da was fürs stumme Mädchen. Willkommen, der Diener erklärt dir alles, bla bla bla. Mädel ignoriert mich. Schön. Seine königliche Majestät, der König, benimmt dich. Benimm dich. Seine königliche Majestät, der König, benimm dich. Bla 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 bla. Was soll ich denn tun mit ihr? Vielleicht von hinten? Hallo, ich hab doch ein Blümchen. Ich hab ein Blümchen, oder? Vom Mädchen in. Ja, hab ich. Hab ein Blümchen. Ich kann nichts machen damit.
Nix! Ach komm, dann lass gut sein. Ey, Pisser! Probier dein Glück! Na, dann gib mir dein Bestes. Obwohl es umsonst sein wird. Du, du, du. Na, 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 na. Na, 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 na. Oh, würde meine Frau. Mein Frauchen würde mir jetzt einen Kopf kürzer schlagen. Ah, die kann das gar nicht ab, wenn ich so musikalisch unterwegs bin. Wer weiß warum. Na, na. So. Was soll ich denn jetzt machen? Alter, sprich! Ah, da bist du es, die Prinzessin. Hilf ihr, wenn du kannst. Kann ich nicht. Ciao. Meine Güte. So. Jetzt habt ihr es geschafft. Ich mache hier. Oh. Ich mache nichts. Ich werde jetzt hier nichts tun, weil ich hier nichts machen kann. Aber das ist alles! Das ist verdammt nochmal alles, was ich hier machen kann. Und ich kann nichts machen. Oh. Willkommen in der... Der Diener erklärt dir die Regeln. Ich hoffe auf dich für die Prinzessin und für unser Land. Ja, ja, ja. Der Bräutigam der Prinzessin wird nach den folgenden Regeln ausgewählt. Der zukünftige Ehemann sollte vom Alter her zur Prinzessin passen. Ein schockierendes Ereignis ließ die Stimme der Prinzessin verstummen. Der König ist darüber sehr, sehr traurig. Derjenige, der die Prinzessin heilt, soll ihr Ehemann werden. Um die Prinzessin zu heilen, ist jeder Vorschlag willkommen. Alle Kandidaten steht eine gewisse Zeit zu, eine Heilmittel zu finden. Verstanden? Nun, ich soll also ein Mittel gegen die Stummheit der Prinzessin finden. Genau. Wenn du etwas entdeckst, gib sofort Bescheid. Hab was, Blümchen. Happe Blümchen. Die Schlossbewohner können dir mehr über sie erzählen. Vielleicht sagen sie dir, was sie mir verschweigen. Hab was, hab ein Blümchen. Wenn du etwas entdeckst, gib sofort Bescheid. Wenn ich dann meine Prinzessin werde, habe ich ausgesorgt. Alter, ihr geldgeilen Idioten. Na, dann gib mir dein Bestes. Ah, viel dich. So. Die Schlossbewohner, ich bin auf der Wache. Ich auch. Hilft mir ungemein weiter. Ungemein. Speisekammer? Ne, das war der andere Raum. Die Prinzessin stammt aus Stock. Ja, ich weiß. Hey, soll ich dir etwa... Nein. Mann. Da 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 da. So. Bitte, oh nein, ich habe nichts Schlechtes über den König gesagt. Ja, ja, ja. Du hier nochmal. In diesem Topf koche ich etwas für alle Schlossbewohner. So. Wo können wir noch hingehen? Wie wär's denn mit dem Gefängnis? Oh, wo war denn das? Oh, verdammt. Wo war das? Ah.
kurz überlegen. Ich komme nicht mehr drauf. Verdammt. Erst über das Bein abschütteln. Hinter einer Säule. Wo war denn das? Wo war denn diese komische Kammer? Ah, warte mal. Warte mal. Ich glaube, das war sogar hier. Huch. Na, hier nicht gegen die Wand. Gegen die Wand ist immer gut. Na. Mein Fall ist die Prinzessin nicht. Sie benimmt sich seltsam und ja, bla bla bla. Kerker. Nur keine Angst, komm doch auf ein Schwitzchen herüber. Würde ich ja gern. Gibt's hier einen Geheimgang? Nö, hier nicht. Gibt's hier einen Geheimgang? Mann, da läuft voll Pipi die Wand runter. Iii. Ich bin ein berühmter Dieb, aber verstehe das nicht falsch. Ich nehme nur von denen, die zu viel haben und verteile es gerecht. Ich tue doch nichts Verbotenes, oder? Was meinst du dazu? Ich bin ein berühmter Dieb, bla bla bla. Ach, hier, du bist Rob Wood. Robby Wood. Mist, verschlossen. Immer noch. Krieg's nicht auf. Hast du mal einen Schlüssel? Wen hätten wir denn noch? Wen können wir denn noch damit? Ah, ich glaube, ja. Wir haben hier noch ein paar Zimmermädchen. Ein paar geschwätzige Zimmermädchen gefälligst? Kein Problem. Die sind im oberen Geschoss. Aber nicht in dem. Oh. Einmal hier? Der Bibliothekar, was willst du? Ich habe noch die... Oh, Junge, der Geschmack ist außerordentlich gut. Was willst du? Ich wollte das jetzt nicht. Nichts. Ach, nur so, ich habe mich verlaufen. Wirklich? Ab nach Hause. Gut. In den Büchern stand ja auch nichts drin, was mit dieser Krankheit zu tun haben könnte. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Ganz stark. Stand etwas drin, dass halt Stockholm zerstört wurde und hast du nicht gesehen. Du, dich wollte ich haben. Wo gehst du hin? Hier ist das, ja, gib dir keine Mühe, sie lassen dich, ja, ich weiß. So, gehen wir mal hier rein. Ey, was hat das Mädchen? Sag's mir nicht. Ja? Sagst du es mir, wohin gehst du? Ja. Oh, ich überlege und überlege und da war ich hier schon mal drin. Weißt du was über das Mädchen? Das ist ein Gästezimmer. Das Zimmer, in dem sich die möglichen Bräutigame vorstellen, ist oben. Ja, das interessiert mich jetzt nicht. Du weißt was über das Mädchen, ne? Vor einiger Zeit übernachtete hier ein hübscher Mann mit langem Haar. Was waren hier nochmal? Ach, die Bibliothek. Ja, okay. Gibt's draußen was? Bin ich jetzt ganz raus? Nee, ich bin erstmal hier. Aber hier geht's ja auch nirgendwo hin. Hier geht's doch bloß in die Speisekammer. Hier ist auch kein. Nö. Ach Gott. Müde bin ich. An diesen Kochkopf. Sei vorsichtig, es wäre schlecht, wenn jemand etwas hineingäbe. Ich hab bloß Blümchen. Sie stammt aus dem Dorf, das der König zerstören ließ. Sie ist doch nur ein Dummchen. Ich gefalle dir viel besser, oder? Bitte, oh nein, ich habe nichts. Bitte, oh nein, ich habe nichts. Ja. Warum kann ich manche doppelt ansprechen? Dich auch? Warte mal. In diesem Topf koche ich etwas für alle Schlossbewohner. In diesem Kopf koche ich alles
für den Kochtopf der kochenden Töpfe und Schlossbewohner. Ah, ich bin verzweifelt, Mann. Ich weiß, dass dieses Dorf hinter diesem Wald liegt, aber ich komme nicht durch den Wald, weil mir die Infos fehlen. Was, wo, wie, warum? Warte mal. Ich bekomme doch immer noch was von diesem Typen. Na, 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 na. Na, 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 na. Ich heiße Heinz, ich beobachte die Entwicklung der Städte. Ja, 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 ja. Der König ist ein ganz gemeiner. Danke für deine Geduld. Hier ist dein Schlaftrunk. Sogar ein ausgewachsener Büffel fällt sofort in tiefen Schlaf. Damit könntest du alle Bewohner des Schlosses in Tiefschlaf versetzen. Geh bitte äußerst behutsam damit um. Aha. Ein Schlaftrunk. Und der Töpfer hat mir gesagt, es wäre schlechter, etwas hineinzutun. Oder die Dame, ich weiß es nicht. Aber ich stand vom Topf, also hat der Topf mir das gesagt. Und... Aha. Okay. Ich glaube, ich weiß, was ich jetzt mache. Was ich jetzt machen werde. Was ich damit jetzt machen werde. So. Was ich machen werde, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Terranigma. Vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn du das nächste Mal dabei bist. Und bis dahin, bye bye.